OberTechCon 2013 hier in Berlin. Ich freue mich sehr, dass Sascha Pallenberg Zeit gefunden hat, zu uns zu kommen. Grüß dich, Sascha. Dankeschön. Ich denke, groß vorstellen müssen wir dich nicht mehr. Du bist einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste deutsche Tech-Blogger. Schreibst in Englisch und Deutsch für das mobilegeeks.de und mobilegeeks.com-Portal. Du lebst und arbeitest, wenn du mal zu Hause bist, in Taipei, in Taiwan. Erklär doch bitte unseren Zuschauern kurz, wie kam es überhaupt dazu, dass du nach Taiwan gegangen bist und wann war das? Ich bin zum ersten Mal nach Taiwan gekommen vor 11 Jahren, 2002 bin ich eingeladen worden vom Hersteller. Damals habe ich zwar schon online publiziert, aber ich war halt also noch nicht in dieser Blogger-Szene, das gab es auch in der Form auch gar nicht, sondern habe in der Industrie gearbeitet. Ich habe damals im Embedded-Bereich gearbeitet, habe so Point-of-Sale-Systems gebaut, habe an ersten Tablet-Computern versucht und bin dann eingeladen worden nach Taiwan zum Technologieforum, habe dann da gesprochen und habe mich innerhalb von 60 Minuten in die Stadt verliebt, und also in Taipei, in die Hauptstadt von Taiwan. Und generell vor allen Dingen in die Menschen und natürlich die gesamte Infrastruktur. Und habe da schon gesagt, 2002, früher oder später, wirst du nach Taiwan ziehen. Das hat dann aber 7 Jahre gedauert. Ich dachte, das würde ein bisschen schneller gehen, aber habe ein paar Umwege genommen. Seitdem bist du dort. Wenn wir gleich mal direkt einsteigen, in deiner Kino, die du eben hier gehalten hast, hast du auch kurz so ein bisschen die Smartphone-Kultur gestreift. Das Warten vor der U-Bahn und wie nanntest du es, die Palm? Ja, die Generation Handleser, wenn man es auf Deutsch nennen. Wie sind so die Unterschiede, wenn du das den deutschen Zuschauern beschreiben solltest, in der Kultur, in der Smartphone-Kultur? Ist es ganz anders? Ist es eigentlich schon eine ganz andere Welt? Wie weit sind sie uns voraus? Gib uns ein paar Einblicke. Generell von der Smartphone-Penetrationsrate ist Taiwan meines Wissens nach, zumindest in den letzten 4 Wochen, wenn es sich nicht geändert hat, auf Platz 1 weltweit, sind weit über 80% der Bevölkerung haben ein Smartphone. In Deutschland sind wir wahrscheinlich gerade so am Rande, dass wir mehr Smartphone-User haben als die klassischen Mobiltelefone oder Handys. Und das liegt vor allen Dingen auch damit zusammen, dass kulturell gesehen in Südostasien Menschen eher Technologien offen gegenüber eingestellt sind. Ne? In Deutschland haben wir so ganz gerne mal so diese Ja-Aber-Mentalität. Ne? Das kann zwar das, aber das hat da auch irgendwelche Nachteile. Ich habe schon in den 80er Jahren Bücher gelesen, krank durch Computer. Ja, und das ist schlecht für die Augen, das wissen wir alles, aber auch ein Fernseher war schlecht für die Augen. Wir beide sind Brillenträger, wir können das bestätigen. Jetzt weiß ich aber natürlich nicht, ob es dadurch kommt, dass wir die ganze Zeit vorher am Display gesessen haben, aber ich bin nicht krank geworden durch Computer, im Gegenteil. Es gibt ja auch gewisse Bestrebungen, gesünder zu werden durch Computer bzw. durch Mobile Computing. Ich glaube, dass Asiaten generell eine weitaus positivere Einstellung gegenüber neuen Technologien haben und eher das Positive und die Vorteile sehen als die Nachteile. Wo ich mir oft denke, in Deutschland ist es manchmal so andersherum, und was ich ein bisschen schade finde. Und also ich bin mir sicher, dass wenn eine Familie abends zum Essen gehen würde und die Kinder würden Smartphones rausholen hier in Deutschland, die sind vielleicht 12 Jahre alt, die Kinder, ja, dass die sich dann von den Eltern was anhören dürften. Es wird, glaube ich, in Taiwan nicht großartig passieren. Lass die Kids das machen, das ist deren Ding, so kommunizieren die heutzutage. Das muss aber jetzt nicht heißen, dass die während einer Diskussion am Smartphone hängen müssen. Da würde ich natürlich genauso sagen, jetzt mach das Ding mal aus. Aber generell ist das weitaus lockerer. Diese gesellschaftlichen Zwänge sind wahrscheinlich auch dann da nicht so hoch. Ne? Und es gibt da, ich weiß nicht, ob es in Deutschland ein Smartphone-Knigge gibt, würde mich nicht wundern. Wir haben sogar so etwas Ähnliches bei uns im Buchprogramm, aber es gibt es natürlich, ja. Direkte Frage, was machst du, wie verbringst du den 10. September nächste Woche? Den 10. September verbringe ich in San Francisco. Du bist dort? Ich werde nicht bei der Apple Keynote sein. Ich glaube, dass Apple mich in diesem Leben nochmal einlädt, das wird schwierig sein, weil ich da ganz einfach ein bisschen zu direkt und ehrlich über Apple schreibe. Mhm. Hast du trotzdem so etwas wie Wünsche an das nächste iPhone? Gibt es so etwas, wo du sagst, das hätte ich jetzt ungern drin? Oder ist das etwas, was du so mit etwas Abstand betrachtest? Ich habe generell gar keine Wünsche an Apple bezüglich ihrer Produkte.
Ich bin zwar mehr oder weniger, ich habe mal vom US-Blog im letzten, noch nicht im letzten Jahr, vor 3 oder 4 Jahren den Award for the Biggest Apple Hater Worldwide verliehen bekommen. Das bin ich eigentlich gar nicht. Man muss hier zwei Dinge unterscheiden, wie ich die Firma und die Administration kritisiere und was ich zu den Produkten sage. Die Produkte sind durch die Bank weg von mir meist als beste ihrer Kategorien getestet worden. Ich liebe Apple aufgrund der Designsprache. Ich habe einen der besten industriellen Designer mit Johnny Ive. Ich liebe Apple in Bezug auf die Simplizität und Usability. Ich mag die Firma nicht mehr, und das hat einen ganz einfachen Grund, das lag an der ersten iPhone-Keynote. Ich bin mit Apple aufgewachsen. Ich hatte meinen ersten Mac 1985 oder 1986. Ich hatte einen Apple IIc davor gehabt. Ich habe 20 Jahre Apple-User und habe Apple geliebt. Aber dann diese iPhone-Keynote, als dann Steve Jobs auf einmal erzählte, wir haben was ganz Tolles erfunden, das nennt sich Multitouch, und das haben wir auch wunderbar patentiert auf dem Gerät. Und ich dachte mir, Moment mal, du hast ein Gerät seit 4 Jahren jetzt, was Multitouch macht. Nokia hat die ersten Patente Ende der 70er Jahre gefeilt auf Multitouch. Und da fing das mir an, so ein bisschen zu sehr PR-Blabla zu werden und insbesondere die Art und Weise, wie Apple halt von anderen Firmen und Technologien kopiert, diese dann patentiert und dann die Wettbewerber damit verklagt. Da habe ich ein Riesenproblem mit. Mhm. Aber nochmal, bitte unterscheiden zwischen Apple-Produkte, die ich wirklich liebe, tolle Geräte sind, und die Administration auf die ich einfach nicht so kann. Mhm. Mach mal den Schwenk jetzt zu deiner Keynote. Du hast unter anderem über Ubiquitous Computing gesprochen und hast vorher einen kleinen Ausflug zu den Vordenkern und den Visionären, die gar nicht so bei uns auf dem Radar sind, gemacht. Unter anderem, vielleicht kannst du das kurz erzählen, der erste BlackBerry, der quasi schon viel früher erdacht wurde, oder das erste iPad oder erste Kindle. Vielleicht kannst du dazu gerade ein bisschen was erzählen. Ja, es ist eine ganz interessante Geschichte, wenn man sich wirklich mit diesem Thema Visionäre in Bezug auf Technologien oder zukünftige Technologien beschäftigt. Was für Menschen da, oder über was für Menschen man da stolpert. Und einer meiner absoluten Vorbilder und Idole, obwohl ich kein Ingenieur bin und kein Erfinder bin, ist ganz klar Nikola Tesla. Das hat nichts nur damit zu tun, dass ich auch mal eine Freundin hatte aus Belgrad und das häufigeren an einem Nikola Tesla Airport gelandet bin und auch das Museum mit angeschaut habe. Oder mit der Schulklasse meinen 80ern im Deutschen Museum war und dieser pharaische Käfig, wo ich dann einer reingesetzt habe, das sind ja also diese, all diese Sachen, die der Tesla mal irgendwann angestoßen hat. Dann, er hat auch darüber hinaus parallel zur Entwicklung von Energiequellen, wie Energie übertragen wird, sich Gedanken darüber gemacht, was für zukünftige Plattformen und Geräte wir nutzen. Und 1909 hat er halt im Popular Mechanics Magazine in den USA halt einen Artikel geschrieben, in dem er im Grunde genommen den BlackBerry beschrieben hat. Als er sagte, es wird in Zukunft möglich sein, dass wir eine Plattform nutzen, die wird ein wenig größer sein als eine Uhr. Und ich werde darüber Musik hören können, Radio hören können, Informationen abrufen können, aber auch gleichzeitig kann ich irgendwo in San Francisco oder in Boston unterwegs sein und meinem Büro in New York im Grunde genommen in die Bücher hinein diktieren. Und wenn wir uns alle daran erinnern, der allererste BlackBerry war ja das erste Smartphone, die erste Plattform, die damals mit einer physischen Tastatur herauskam. Im Grunde genommen war es genau das Gerät. Den zweiten, den ich genannt habe, war der Stanislaw Lem, ein Science-Fiction-Autor, großartige Bücher geschrieben hat und unter anderem, ich glaube, es war Rise to the Stars, Anfang der 60er, 1961, hat er beschrieben, dass ein Mensch in einen Buchladen hineinkommt, aber er kann überhaupt keine Bücher mehr dort sehen. Stattdessen werden in all diese Bücher auf ein kleines Gerät geladen und nicht nur einige wenige, sondern mehrere hundert. Also er hat nicht nur E-Books vorausgesagt, er hat nicht nur den Kindle vorausgesagt, er hat auch das Distributionsmodell eigentlich vorausgesagt, den Amazon-Shop, obwohl der natürlich jetzt noch in der Real World angesiedelt ist. Aber auch das werden wir sehen. Wir werden in Zukunft sehen, dass mehr und mehr
Buchläden genau diesen Distributionsweg anbieten werden, dass ich dann mit meinem Kindle reingehen kann oder dass ich mit vielleicht einem eigenen E-Reader von einer bestimmten Buchhändlerkette dort hingehen kann und entsprechend aufladen kann. Weil dadurch habe ich auch wieder einen persönlichen Kontakt, ja, ich kann die Möglichkeit, Cross-Sales zu erstellen und so weiter und so fort. Also es ist sehr, sehr spannend zu sehen, was diese Menschen vor vielen, vielen Jahrzehnten beziehungsweise vor einem mehr als einem Jahrhundert mit dem Nikola Tesla schon vorausgesehen haben und was dann letztendlich auch in die Realität umgesetzt wurde. Deswegen sage ich immer, also wer wissen möchte, was in Zukunft ablaufen wird, der soll dann irgendwie 60er Jahre Star Trek sich anschauen. Mhm. Unsere Smartphones sind im Grunde genommen so dieser klassische Star Trek Communicator. Und all die ganzen anderen Sachen. Wann wurden dann zum ersten Mal Atome von A nach B gebeamt? Ich glaube, es war in Wien gewesen, vor 5 oder 6 Jahren. Ja, also irgendwann kommt das alles. Zukunft ist eben ein großes Thema gewesen. Was ist das nächste große Ding? Du hast eine kurze Antwort darauf gegeben in der Keynote. Es ist sehr, sehr schwer zu sagen, was das nächste große Ding ist. Ich kann vorhersagen, was die Industrie denkt, dass das nächste große Ding ist. Und das sind natürlich ganz klar Wearable Technologies, also die Google Glass, Smartwatches, ne? Also alles, was in dieser Richtung geht. Wir werden mehr Sensorik sehen. Wir werden viele, viele Sensoren, die wir jetzt auch schon in unserem Smartphone haben. Wir haben heute 6 oder 7 Sensoren in unserem Smartphone. Auch mit einem Smartphone von vor 2 Jahren kann ich genau herausfinden, um welchen Stockwerk ich sitze. Ja? Dann dazu kommen jetzt mittlerweile Luftdruck, Hauttemperatur, Widerstände, ne? Blutzirkulation können gemessen werden über so kleine Smart Wristbands, die wir haben. Wir erleben einen wahnsinnigen Aufschwung in dieser ganzen E-Health, M-Health-Industrie, ne? So Jawbone, Fitbit, Nike Fuelband, diese ganzen Sachen, die ich übrigens auch selber nutze und die funktionieren. Also kann ich nur jedem empfehlen, sobald man anfängt, persönliche Daten zu visualisieren, bekomme ich eine ganz andere Perspektive darauf, was ich mir und meinem Körper antue. Und von daher ist das ein Riesenmarkt. Wearable Technology generell, also Batterietechnologien, warum nicht in Zukunft, das ist möglich, die Prototypen dafür gibt es, warum nicht in Zukunft Energie abzapfen, dadurch, dass ich laufe, innerhalb meiner Schuhsohle, die entsprechend an Akkus weitergeben, die sich aufladen werden und die dann irgendwelche Smart Devices um mich herum befeuern werden. Ist das nächste große Ding, insbesondere in der nahen Zukunft? 2014 wird das Jahr der Smart Watches werden. Wir werden mehr und mehr Smart Glasses auf dem Markt sein. Google Glass wird in den Mainstream oder zumindest auf den Massenmarkt gelangen. Ob es sich durchsetzen wird, ist eine andere Frage. Im Moment bin ich da sehr, sehr skeptisch, ob sich diese jeweiligen Technologien in der Form, wie sie sich jetzt darstellen, durchsetzen werden, weil nach wie vor denken die Hersteller in einer Blase von Technologie, die schon vorhanden ist. Das heißt, die Smartwatches sehen im Grunde genommen so aus, als würde ich ein Smartphone mir ans Handgelenk duplizieren wollen. Ja, und haben auch einen ähnlichen Anwendungsbereich. Smart Glasses, ja, okay, dann habe ich da einen Bildschirm drin und kann sehr, sehr beschränkt Informationen abrufen, weil der Bildschirm auch entsprechend klein ist. Die Frage nach den Persönlichkeitsrechten und Privacy und so weiter wird, denke ich, besonders in Deutschland sehr, sehr schwierig werden. Ne? Man muss da schauen. Spannend? Ja, auf jeden Fall. Man sieht, dass das in diese Richtung geht. Wird sich das durchsetzen im Moment so? Wahrscheinlich nicht mal ansatzweise wie die Entwicklung im Automobilsektor. Da sehe ich einfach weitaus größeres Potenzial, auch von der Marktgröße an sich. Ne? Jeder Hersteller hat heute ein großes Entwicklungsteam an App-Developern, an Product-Designern und die versuchen jetzt endlich das zu machen, was sie über Jahre verschlafen haben. Den Merger zwischen dem einen Mobile Device, das Smartphone, das Tablet, mit dem anderen Mobile Device, was das Auto ist, was ein physisches Mobile Device ist und uns transportiert, wohingegen ja unsere Smartphones im Grunde genommen unsere Emotionen oder unsere Informationen transportieren. Das wird insbesondere im nächsten Jahr ein ganz, ganz großes Thema sein und sämtliche Hersteller werden da was anbieten. Neben den Google Glasses und den Smartwatches natürlich. Mhm. Hast du noch 2 weitere Technologien identifiziert, die
sicherlich auch eine größere Zukunft haben in den nächsten Jahren. Das eine war, also speziell für Smartphones, mhm. das eine war die Display-Technologie. Sowohl flexible Displays als auch durchsichtige, transparente Displays und dann als zweites Batterie-Akkulaufzeit. Mhm. Erstmal zunächst zu den flexiblen Displays. Macht das Sinn oder kannst du uns, du hast viel Kontakt zu den Firmen da in Taiwan, kannst du uns sagen, was mal ein wirklich praktischer Anwendungsfall wäre für so ein flexibles Display? Also das ist für viele wahrscheinlich schwer vorzustellen. Man hat das gesehen, man hat auch die Videos gesehen, ich kann es dann biegen. Aber was bringt mir das im Alltag? Es erlaubt erstmal neue Produktdesigns. Ja, und wenn der Designer eine Technologie in den Händen hält, mit der er ganz einfach so ein bisschen andere Formen herstellen kann, dann befeuert das eine gesamte Industrie. Ja? Designer denken ganz einfach auf einem etwas anderen Level und denken eigentlich viele Dinge, viele, viele Jahre, bevor sie überhaupt technisch möglich ist. Also wenn man sich das klassischen Unterhaltungselektronikhersteller, sich das in einem Produktteam oder einem R&D, die haben ihren R&D-Center, da sind die Ingenieure drin, die neue Technologien entwickeln, ja, und dann heißt es dann irgendwann, wir bauen jetzt mal ein neues Smartphone oder wir bauen uns mal ein neues Tablet, dann kommt der Designer an, zeichnet was wahnsinnig Tolles und alle sagen, wow. Und dann kommt der Ingenieur und sagt, ja, das ist alles schön und gut, in 10 Jahren können wir es dir bauen. Also man muss immer schauen, was ist gerade technisch machbar und was wird es für Auswirkungen haben. Flexible Displays werden uns erlauben, in Zukunft randlose Smartphones und Tablets zu haben. Ja, momentan haben wir immer noch Ränder, das Display ist entsprechend eingefasst, die werden zwar auch immer dünner, das ist übrigens auch eine Entwicklung, diese Ränder immer dünner zu machen und Displays generell immer dünner zu machen, aber mit flexiblen Displays habe ich dann auch die Möglichkeit, über die Ränder hinauszugehen. Und wenn man sich das vorstellt, wenn immer wir unser Telefon dabei haben und wir haben das in irgendeinem Case oder so drin, ja, und das ist zu, dass ich mir zum Beispiel an dem Rand SMS und Kurznachrichten anzeige, muss das ganze Gerät überhaupt nicht starten, kann einfach nochmal eben kurz drauf, ist das wichtig? Oder wer ruft mich hier gerade an? Natürlich konnte ich da auch Geräte herstellen, die es mir ermöglichen, einfach ein zusätzliches Display aus der Seite herauszuziehen, was aufgerollt ist da drin. Aber generell bietet es uns das einfach wahnsinnige neue Möglichkeiten, Displays anzupassen an ganz andere Formen. Im Auto kann man sich das ebenso gut vorstellen. Man nimmt die Mittelkonsole, die ist ja jetzt nicht hundertprozentig gerade, wenn ich da die Möglichkeit hätte, ein komplettes OLED-Display flexibel drüber zu legen, was ich bediene, dann sieht das nicht nur optisch besser aus, sondern das macht generell den Designern ja oder bietet ihnen mehr Möglichkeiten, das Auto entsprechend mit solchen Technologien auszustatten. Eine andere Geschichte waren, wie gesagt, die Batterien. Mhm. Da hast du auch gerade flexible Batterien gezeigt, weil wenn das Display flexibel ist, muss es ja auch durch eine flexible Batterie oder einen Akku angetrieben werden. Auch erstmal, sage ich mal, schön und gut. Vielen brennt aber wahrscheinlich eher was anderes, ich habe es vorhin schon erwähnt, ja. Auf der Seele, nämlich die Akkulaufzeit. Hast du da irgendetwas, was uns vielleicht ein bisschen Hoffnung machen kann, was du gesehen hast, dass es da mal etwas mehr vorangeht? Auch hier wiederum ganz klassisch. Ich komme wieder zurück auf dieses Case oder diesen Sleeve, wo wir unser Smartphone reinpacken. Ja, mit dieser Batterietechnologie, die dermaßen dünn sind, also die kleinsten Stripes, die sie hatten, waren 0,6 mm dick. Ja, die können dann in Zukunft bei Smartwatches ins Armband hineingepackt werden. Also ich kann hier ohne Probleme, ich weiß jetzt nicht, wie dick mein Armband hier ist von der Uhr, aber hier könnten locker so 4, 5 solche Layer übereinander gepackt werden und das bietet mir natürlich die Möglichkeit, zusätzlich Akkulaufzeit zu schaffen. Oder ich sage ganz einfach, ich kann mehr Batterien aus der Uhr herausnehmen, die wird dadurch dünner. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Jetzt nehmen wir mal wieder, kommen wir zurück zu dem Case für ein Smartphone. Weil ich habe ja auf beiden Seiten, wir haben eine entsprechende Dicke, was weiß ich, von 1 mm oder so. Das bietet mir einfach auch die Möglichkeit, dann dazu zusätzliche Layer reinzupacken. Ja, die werden dann über einen kleinen Connector angeschlossen an Smartphones, die es heute schon gibt, oder über eine NFC-Spule. Es gibt ja diesen sogenannten Qi-Standard, wo ich wireless oder kabellos drüber aufladen kann. Und diese Cases werden zum Ende des Jahres rauskommen. Und das ermöglicht mir dann etwa die Akkulaufzeit meines jetzigen Smartphones um 50-70% zu steigern. Und das ist eine ganze Menge, weil ich glaube, alles das, was mir ermöglicht, durch den Tag zu kommen. Also morgens 8 Uhr das Gerät abmachen, abends 10 Uhr wieder anschließen. Ich glaube, in dem Moment hat man gewonnen. Mhm.
Ja, mehr braucht man einfach nicht. Weil wir sind einfach so drin, wir schließen einfach unser Smartphone entsprechend wieder an. Das ist diese eine Möglichkeit, längere Akkulaufzeiten zu generieren, aber dann natürlich auch wieder entsprechend ganz neue Designs zu machen. Ne? Wenn man sich so anschaut, die Glass, hier entsprechend Batterien reinzubauen in unsere Brillen, das ist sehr, sehr schwierig. Mit flexiblen Batterien habe ich wirklich die Möglichkeit, in die letzten Ränder noch was reinzustopfen. Oder ich habe die Möglichkeit, Batterien bzw. Akkus in Kleidung zu verbauen. Ja, ich hatte ein Beispiel, daran arbeitet diese Firma gerade. Sie arbeiten zusammen mit Bekleidungsherstellern, insbesondere in so Polarregionen, ja, wo es einfach entsprechend kalt ist, dass ich selbst heizbare Kleidung damit herstellen kann. Oder mit der Automobilindustrie, ganz, ganz wichtig, das sind wahnsinnige Sicherheitsstandards für Elektroautos. Was ist, wenn ich einen Frontalaufprall habe oder mir fährt einer in die Seite und Batteriesäure ergießt sich dann? Irgendwie müssen dann sofort die Männchen mit den gelben oder grünen Anzügen ankommen und da den Katastrophenalarm ausrufen. Diese Batterietechnologie erlaubt es sogar, die Zelle an sich zu zerschneiden. Die restlichen Zellen sind nach wie vor intakt, arbeiten weiter, es läuft keine Batteriesäure aus. Das ist insbesondere bei Wearable-Technologie ja fundamental wichtig. Spannende Entwicklungen stehen uns bevor. Jetzt bist du auch in Berlin, weil die IFA stattfindet natürlich. Hetzt wahrscheinlich von einem Termin zum nächsten. Ja. Was sind so die Highlights für dich, wenn wir nochmal den Schwenk zur IFA machen? Auf was freust du dich besonders? Das ist eine knifflige Frage. Eine sehr knifflige Frage. Das liegt aber vor allen Dingen daran, wie sich die Industrie in den letzten Jahren entwickelt hat und vor allen Dingen, dass es für Hersteller sehr, sehr schwierig ist, überhaupt noch irgendetwas geheim zu halten. Es gab mal bei Apple hat ein wahnsinniges, ja, so eine eigene Privatpolizei auch intern, ja, um Leaks zu vermeiden. Nur wenn du halt in China in den entsprechenden Massen produzierst, dann kannst du dich davor nicht schützen. Das machen alle. Und im Grunde genommen wissen wir, was hier vorgestellt wird. Und sind von daher vielleicht jetzt nicht mehr so aufgeregt oder so gespannt darauf. Generell schaue ich dann gerne wiederum nach Fundamentaltechnologien, vielleicht auch von etwas kleineren Herstellern zu sehen, wo finden wir hier Synergien zwischen verschiedenen Produktkategorien, wo sehen wir das? Das ist gerade bei einer Messe wie der IFA sehr interessant, weil da haben wir auch so diese klassische weiße Ware, ja, also Waschmaschinen und was in die Küche kommt und so weiter. Das darf man nicht unterschätzen, das ist für den Bereich Home Automation sehr, sehr spannend. Und wir haben hier tolle, schon vor Jahren, also vor 4, 5 Jahren, habe ich hier schon so riesige Multi-Touch-Tables von Nestle gesehen, ja, wo ich meinen Cappuccino draufgepackt habe, wo über dann NFC-Tag ausgelesen wurde, welchen Cappuccino ich habe, wo wurde der angebaut. Ich konnte mir zusätzliche Informationen darüber abrufen. Das war eine wirklich ganz tolle Geschichte gewesen. Und das sind so diese Punkte, die mich wirklich sehr, sehr interessieren. Zu sehen, was bieten die Hersteller in ihrer gesamten Breite an und wie schaffen sie plattformübergreifende Synergien zwischen diesen Geräten und wie arbeiten sie in der Zukunft zusammen. Die IFA hat sich mittlerweile zur weltweit größten Unterhaltungselektronikmesse entwickelt, wobei ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, dass eine Waschmaschine Unterhaltungselektronik ist. Für mich zum Zugucken ja, aber für denjenigen, der sie bedienen muss, dann vielleicht nicht so. Aber es kommt da eine ganze Menge zusammen und es hat einen Grund. Ja, das ist die letzte große Messe vor dem Weihnachtsquartal, extrem wichtig für die gesamte Branche und hier wird gelauncht und da kann man nach wie vor nur den Hut vor der IFA ziehen, wie sie das in den letzten Jahren hinbekommen haben, wie sie sich positioniert haben, so eine dermaßen starke Messe und die großen Namen hinbekommen haben. Samsung, Sony, Asus, LG, die launchen heute alle ihre neuen Produkte fürs Weihnachtsquartal. Ja. Und das ist eine richtig große Ansage. Was ähnlich Großes gibt es nur noch mit der CES in Las Vegas, die mittlerweile kleiner ist aufgrund der Anzahl der Besucher. Und natürlich im Bereich Mobile mit dem Mobile World Congress in Barcelona. Ja, aber das sind eigentlich jetzt so diese drei Top-Messen im Bereich Unterhaltungselektronik. Und dann haben wir noch in Taiwan die Computex und in Japan. Die ich jetzt gerade vergessen habe. Aber da bin ich dann auch diesen Monat. Dann wünsche ich dir viel Spaß in Berlin noch. Vielen, vielen Dank. Und bedanke mich fürs Gespräch. Danke, gerne. Danke.